Schön. Wunderschön. Schön! Danke, Spiel, für das Zerschlagen meiner Träume und Hoffnungen. Erstmal für den nächsten Kampf heilen. Never Lucky, Ripperino. Taniel ist tot. Tschö, tschö. Ja, ist so. Einfach jetzt aus Frust direkt den Stream beenden. Weiß ich, liebe Taniel so, die ganze Evolutionsreihe. Dann werde ich so zerstört von dem armen Vieh. Von dem armen Vieh. Von dem bösen Vieh. Gemeinheit. Ich habe einen Shiny Hutot in Pokémon Silber. Glückwunsch. Hyperbälle kaufen und weiter geht's. Ach nee. Schön, danke, Spiel. Verstehen schon. Ist ja gut, der Stream endet hier. Toll gemacht. Kann das wie Kampfattacken? Ich habe keine Ahnung. Ist es ein Kampf-Pokémon oder so? Wird's mich... Okay, macht der Brüller oder irgendwie sowas? Oder warum ist er so langsam? Er macht Grimasse. Er ist einfach nur langsam. Krass. Wie kann man denn langsamer sein als Magneton? Magneton ist nicht so langsam, glaube ich, tatsächlich. 75 in oder so. Ich hätte das Tarnhill ins Team genommen, sage ich euch ganz ehrlich. Für Rosana wahrscheinlich. Und dann hätte ich das Tarnhill the Real Dennis genannt oder so. Oder Todbringer. Aber Dennis ist der Todbringer, also das passt schon. Real Dennis geht. 70 ist es, jo. Hättest du jetzt mal Elektroball gehabt. Du hast uns einen Tarnhill versprochen, Baby Rage. Manu. Junge, komm an Duton mit dem geilsten Ruf. Fällt jetzt auf Kommandutans Ruf endlich ein bisschen an die Lache von Smaug. Das ist kein gutes Zeichen. Todbringer Dennis. Wäre das nicht zu lang? Plüschbringer. Plüschbringer würde ich es nennen, wenn es in einem rosa Ball wäre. Bloß noch ein Versuch bei Tarnhill. Wir warten. Nee, Seppel, lass mal stecken. Ich bin gebrochen. Ich bin ein gebrochener Mann. Siehst du das nicht? Hat Metros eigentlich 4 Tarnhill als Beine? Ich glaube, ja. Wenigstens bin ich nicht alleine. Was, um was geht's? Plüschspringer ist echt zu lang? Ripperino. Zähle ich doch mal nach. Na. Nein, es ist um einen Buchstaben zu lang, Plüschspringer. Es sind leider 13. Tarnhill ist sein Bein? Ja. Plushspringer geht aber. Ja, das stimmt. Aber das ist dann... Oder Plushspringer. Auf Englisch. Der Plushspringer. Das siehst du bei den Freundesball bei Tarnhill. Da denkt der Tarnhill, komm, hier Tarnhill, ich biete dir meine Freundschaft. Und Tarnhill nur so, oh, deine Freundschaft bietest du mir an, du kleiner Sack. Weißt du, was ich davon halte? Oh, null mal wackeln. Tarnhill ist bestimmt eh super selten da. So, Leute, ich würde sagen, die Elektroprüfung machen wir aber noch, ne? Wollt ihr die Elektroprüfung sehen? Dann ist lieber Blushbringer. Der Blushbringer. Der Plüschbringer. Mit A hinten. Ikris wird immer schlimmer. Das ist ein 8. Shiny Hutut. Ja, dann 8-mal Glückwunsch. Friendship is magic. Ja, eigentlich schon. Tja, die Sache ist. Welchen Pokémon machen wir das denn? Die meisten, also wenn es wie in Sonne und Mond ist, sind es wahrscheinlich eh überwiegend Käfer. Also machen wir mal. Ach, warte mal, erstmal kommt der Typ kommt ja erstmal, der Stahlhaini da.
Ich weiß gar nicht, mit was er anfängt. Magneton oder so? Hm. Gegen Stahl stehe ich gar nicht so gut da. Der erzählt auch nichts Interessantes. Der große Masko, ja persönlich. Er ist kein Captain, er ist einfach nur ein Lachs. Nein, wir wollen Ma. Oh, Tschüss, Kukui. Hast du nicht My Little Pony geguckt? Nö. Tane nur so. Genau. Geil. Das ist neu. Yeah, voll auf die Mütze. Kämpfen wir jetzt oder nicht? Oh. Wieso kein Kampf? Das war doch cool. Junge, die Enttäuschung. Kein Kampf, okay. Naja, immerhin den Z-Stein vom Typ Stahl. Hm. Sui ist Mask Royal? Was? Der Reveal, Leute? In der Hokulani-Sternwarte beobachten wir mit Hilfe von Pokémon wie Togedemaru und Akub die Sterne. Toge. So, meine lieben Akub, es wird Zeit, dass ihr was zu fressen bekommt. Doppel, doppel. Ak, ak. Akub mit dem richtig geilen Ruf, Leute. Hängt da ein Sticker hinter dem Professor? Krass, Mann. Hängt einfach ein Sticker da. Die Z-Pose erinnert mich irgendwie an Doremi. Okay. Hier, das ideale Geschenk, um deine Besuche der Sternwarte in bester Erinnerung zu halten. Die verschenken einfach Kometenstücke. Überlegt euch das mal. Das ist schon viel wert, so. Ganz viel Akku. Ja, Ma. Nee. Ti. Lo. Da muss ich gerade an was denken. Moment, Moment, Moment. Ich muss es kurz aufmachen. Erinnert mich gleich daran, dass ich das zeige. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Ich hab's gleich. Was ist das denn? Nein, ist es nicht. Hm. Moment. Ich muss das ganz kurz raussuchen, Leute. Ich hoffe, das gibt es überhaupt. Okay, hab's gefunden. So, gucken, zeig. Das zeige ich euch gleich noch. So. Genau. Gut, dass wir darüber geredet haben. Eine richtig große Digitalkamera. Oh, was? Nanu, wer bist du denn? Verzeihung, ich dachte, du wärst einer meiner Forscherkollegen. Tut mir leid, dass ich dir so eine komplizierte Frage gestellt habe. Hier eine kleine Entschädigung. Junge, was die alles verschenken, Leute! Die Irren, die werden noch arm. Wie würdet ihr das schreiben, Leute? Wie würdet ihr den Ruf von Akku schreiben? Ich rede das mal mit den allen, vielleicht gibt mir irgendeins davon was. Ich finde es aber richtig schön, der Ruf. Die bewegen sich im Takt zu ihrem Ruf. Achtet mal drauf. Seht ihr das? Voll süß. Das ist literally der Ruf, den die machen. Schön. Ack, ack. Good one, Gerhard. Dödödödöp, rip, rip. Dübü, dübü, düb, düb. Hängt da ein Sticker an dem Karton? Ich bin immer wieder überrascht, wo die Dinger alle kleben. Wo der die alle hingehängt hat, ne? Akku ist generell verknüpft. Akku ist echt süß. Ich würde euch das Sicherheitssystem verriegelt. Okay.
So. Die Tür ist neu, ja. Das wollte ich auch sagen. Das, die kann ich mich auch nicht erinnern. Hallo Chris, mit Fake-Namen. Chris an Kontrollzentrale. Ein neues Ziel befindet sich im Anflug. Vermuteter Aufprallpunkt, die Prüfungsstätte. Kontakt in 54321. Sag mal, wo sind die Akkub? Man hat sie mitgenommen. Ah, sie fressen gerade. Ja, sie sind ganz schön wie Vielfräße. Die Akkub soll mir helfen. Kannst du sie bitte holen gehen? Ich bereite in der Zwischenzeit alles für die Prüfung vor. Da das der allererste Test ist, lasse ich mir lieber auch vor den Togedemaru helfen. Du würdest mir helfen, wenn du für mich alle Akkub zusammentrommeln könntest. Voll der Faker. Aber ich habe gerade gesehen, dass da hinten noch ein Sticker an seinem Karton klebt. Da liegt ein geheimnisvoller Meteorit, der aus dem Weltall herabgestürzt ist. Ich wette, damit kann man die Form von Deoxys ändern, oder? 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 Verratet es mir, Leute. Geht das? Geht das? Ich glaube schon. Der Typ hat ein Knilzface. Sicher, dass es keine Anspielung ist. Wo sind die denn jetzt? Alle in Reihenglied. Hallo, schau mal, wie satt und zufrieden die Akkub nach ihrem üppigen Mahl aussehen. Ich habe durch diesen Stream die letzten 5 Sticker gefunden, hab die noch voll. Ja, nice, Kiva. Dann herzlichen Glückwunsch. Krass, dass die auch alle so nicht beieinander waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, es sollten doch 9 sein. Wärst du so gut für mich, nach den restlichen 3 Akkub zu suchen, Alice? Sie müsste sich noch auf der Brache, auf der Brachfläche vor der Haltestelle aufhalten und genüsslich vor sich hin mampfen. Oh, ich glaube, das könnte doch noch ein bisschen dauern mit der Elektroprüfung. Je nachdem, wie lange sich das jetzt noch zieht. Aber gut, das ist ein bisschen anders. Und gerade muss ich gegen die alle kämpfen? Nein, okay, gut. Ah, Akkub ist süß. Ganz viele kleine Busse, Leute. Das ist der grün-gelbe Partybus. Raus da! Yandas, genau so. Mit Gun und Suidonis. Hallöchen, kommt ihr bitte raus? Ja, jetzt fehlen nur noch Sibak. Den Raka zieht es aber auch immer an die seltsamsten Orte. Hm, warum sieht es so verwirrt aus? Ach so, Sibak. Wir rufen unsere Akkub hier bei ihrem Spitznamen, und zwar von Einak bis Neunak. Okay. Da hinten rollt es übrigens. Da hinten, 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 da hinten. Wie die da hinten alle stehen. So richtige Sui-Spitznamen. Mein Favorit ist Dreinack. Dreiack. Sibak, da bist du ja, kleiner Racker. Danke für deine Hilfe, Alice. Dann nicht wie zurück zur Sternwarte. Chris wird vor lauter Ausschau nach wird vor lauter Ausschau halten, nach dir sicher schon einen Hals wie einen Kokowai haben. So einen richtigen Octopau-Hals, also. Oh mein Gott, ich will jetzt bitte einen Alola Kokowai sehen, wo Pauls Gesicht auf alle drei Kokowai-Kokosnüsse gesetzt wird. Wow, Alice, du hast die Akkub echt schnell zusammengetrommelt. Zwieback ist gut. In dem Raum findet die Prüfung statt. Ach so, in dem Raum, okay. Ich deaktiviere das Sicherheitssystem. Und da rutschen sie ganz langsam einfach alle rein. Chris mit dem Octopaul-Hals. Okay. Und mal gucken, was es ist. Der Schwanz ist Timo. Ach so, der hat ja auch da Köpfe. Stimmt, ja, stimmt. Einack, Zweiack und Dreieck sind auf den Verschibomat. Sie sind bereit, ihren Strom mit uns zu teilen, Chris. Toge? Togedemaru und unsere Akkub verstehen sich sehr gut. Falls die Akkub zu viel Elektrizität erzeugen, absorbiert Togedemaru sie mit seiner Fähigkeit. Blitzfänger und verhindert so einen Kurzschluss. Wäre auch blöd, weil dann steigt der Angriff um plus 6. Togedemaru trägt übrigens den Spitznamen Togemaru. Willst du mit meiner Prüfung anfangen, Alice? Ja, mach endlich. Wow, das ist aber einer hochmotiviert. Okay, dann erkläre ich dir jetzt die Prüfung.
Zuerst musst du alle Akku auf dem Verschiebomat miteinander verbinden. Mit dem Strom, den uns die Akku abgeben, betreiben wir eine Maschine, die dann einen Herrscher-Pokémon herbeiruft. Um die Akku miteinander zu verbinden, musst du die vier Knöpfe an den Ecken des Verschiebomats drücken, um die Felder rotieren zu lassen. In der Praxis sieht das dann so aus. Ah, okay. Cool. Stop! Über die Ausrichtung der Akku musst du dir keine Gedanken machen. Hauptsache, sie sind miteinander verbunden. Kurz gesagt, verbinde die Akku miteinander, rufe das Herrscher-Pokémon bei und besiege es. Übrigens ist es das erste Mal, dass wir den Verschiebomat und den Herrscher-Mat einsetzen. Also dann, mach dich bereit, es ist Prüfungszeit! Wort doch mal Zeit, Leute. Mann, hat der viel gelabert, der Kollege. So. Okay, Rätsel-Action, dann schauen wir nochmal. Warte, wie genau drehen die sich denn dann? Kann ich auch einfach so machen, oder? Und dann da unten. Nee, warte. Doch. Yay. Ach, die müssen alle nach oben. Never mind, denn. So. Rätsel! Gleich wird's wieder peinlich, Leute. Okay, dann schalten wir den Herrscher-Mat mal ein. Nur wieder einfach Strom durch die Der Strom, der miteinander verbundenen Akku, fließt durch die Kabel. Einfach in das Cyber. Das ist das neue Pokémon übrigens hier. Dreifachtyp. Stahl-Elektro-Käfer. Perfekt, der Herrscher-Mat wird wie erhofft mit Strom versorgt. Okay, jetzt müsste das herbeigerufene Herrscher-Pokémon eigentlich auftauchen. Elek. Vor allem, wo kam das jetzt her? Es ist einfach plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Das ist ein Electek? Nee, ein Elekid nur. Und die Akub so Krieg. Ich glaube, für die Akub ist das richtig geil gerade. Die sind richtig am Kriegasm gerade. Erstmal ein Felsgrab einsetzen. Mega Donarion! Stahl-Elektro. Das war nicht ganz ein Herrscher-Pokémon, würde ich mal behaupten. Elekid lieben Elektrizität eben auch. Der Herrscher-Mat muss es angelockt haben. Es war zwar nicht das Pokémon, was wir wollten, aber der Herrscher-Mat scheint zu funktionieren. Was machen wir jetzt, Chris? Ich denke, eine einzige Reihe Akku erzeugt nicht genug Strom. Wenn das so ist, müssen wir die zweite Schaltung auch noch nutzen. Dann machen wir das und dann auch noch die dritte. Es sind halt eben neun, ne? Herrscher-Akku wäre tatsächlich mega witzig. Einfach so für den Troll. Wenn ich richtig liege, sollten mir so mehr Strom an den Herrscher-Mat schicken können. Es wird eh nicht Donarion sein. Vermutlich wird's. Was gab's denn so für neue Elektro-Pokémon? Togedemaru. Herrscher Togedemaru. Also meine Prüfung geht weiter. Okay. So, ist wahrscheinlich gar nicht so schwer. Ich glaube, ich hab's sogar schon. Ja. Badam! Hordenkampf, alle Akkub. Alle neuen Akkub, das wäre auch lustig, tatsächlich. Akkub mit Evolit und Boost auf Spezialverteidigung. Das sieht gut aus, der Herrscher-Mat wird mit Strom versorgt. Jawohl, diesmal steckt viel mehr Energie drin. Elek. Ja, das ist ein Elektek wahrscheinlich. Herrscher Voltriator. So random einfach Voltriator. Hallo! Gut, bei Elekid und Elektek könnte man meinen, dass es natürlich jetzt auch gleich vielleicht ein Herrscher Elevoltek ist, aber ich glaube nicht, weil ich glaube, die Herrscher-Pokémon sind immer Alola-Pokémon, oder? Bisher war es jedenfalls so. Oder halt Alola-Formen. Herrscher Pachirisu. Let's go. Ging gerade Felsgrab daneben, Leute. Der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Also ja, es wird kein Elevoltek sein. Ich glaube, es ist Togedemaru. Mir fallen aber auch gerade keine anderen Elektro-Pokémon ein, außer die Donarion-Reihe und Togedemaru, ehrlich gesagt. Und Voltriant, aber das wird es nicht sein. Glaube ich. Irgendwie. Selbst schuld, wenn du es Talion nennst. Ja, Entschuldigung.
Diesmal so ein Electek. Anscheinend tauchen immer größere Pokémon auf, je mehr Strom wir mit dem Herrschomat liefern. Echt toll, Chris. Wir müssen jetzt noch mit mehr Strom versorgen. Dann klappt es auch bestimmt mit dem Herrscher-Pokémon. Wenn wir alle Akkub direkt miteinander verbinden, können wir länger Strom liefern. Das heißt... Ja, schon verstanden. Noch mehr. Ich hab's. Du weißt bestimmt auch, was du tust, Alice. Meine Prüfung wird fortgesetzt. Und jetzt? Ach so, diagonal oder was? Junge, das bildet ein Z, Leute. Das soll ein Z bilden. Oh mein Gott, versteht ihr? Das ist doch total einfach, oder? Übersehe ich was? Junge, Pokémon Z confirmed. Es ist sogar grün, Leute. Grün ist die Farbe von Seigard gewesen. Oh mein Gott. Toll gemacht, Alice. Du hast alle Akku miteinander verbunden. Jetzt müsste es eigentlich reichen. Okay, dann schalten wir den Herrschomat mal ein. Über den Akku geht so einer ab gerade. Hm, ob das gut geht? Die Kabel sehen ein bisschen lose aus. Hier ist ein Brokeback. Oh shit. Oh nein, die Akku werden die volle Ladung abbekommen. Schmeiß dich davor, schnell! Junge Togedemaru, der Held. Oh, wie süß! Togedemaru, was sagt man dazu? Es beschützt die Akku. Junge, der Plot-Twist, Leute. Togedemaru kann mit seiner Fähigkeit Blitzfänger Elektrizität absorbieren. Aber es ist viel zu klein. Alter, es kriegt jetzt super Kräfte und wird einfach mega groß. Das ist gar nicht, dass es seine Elektrotaschen aufnehmen kann. Togedemaru. Ich muss irgendwas tun. Knallkrach. Togedemaru schon putzig. Holy shit. Okay, es war tatsächlich Togedemaru. Ah, Junge, Junge. Und der snackt sich das einfach. Lecker. Junge, was hast du gemacht, Alter? Toge! Okay. Geil, Herrscher Togedemaru.